Hallöchen, jetzt wieder euer Ziegelstein21 zurück mit einer neuen Folge von World of Warships. Und ja, ihr seht schon, heute werde ich mit dem tollen Schiff hier spielen, mit der St. Louis, denn mein Ziel ist es, hier die South Carolina zu bekommen, weil ich finde, es ist einfach so ein geiles Schiff, dass ich mir gedacht habe, das muss ich unbedingt haben. Und was man auch sehen kann, dass sich an der Grafik einiges verändert hat. Also ich finde, es sieht mittlerweile deutlich besser aus. Aber gut, ich will gar nicht lange rumlabern. Wir suchen uns als allererstes mal ein Koop-Gefecht zum Aufwärmen. Und danach wird es vielleicht noch, damit es ein bisschen spannender wird, noch ein Gefecht gegen normale Spieler geben. Und ja, ich lasse euch gar nicht lang warten. Wir sehen uns gleich in der Runde wieder. So, hier sind wir jetzt nun. Ja, nur hier sind wir jetzt nun in-game. Und ja, es dauert jetzt erstmal Ewigkeiten, bis dieses Schiff hier in Bewegung ist. Dafür haben wir auch einen schönen Propeller da unten im Wasser chillen. Ne, das sind sogar zwei. Die geben uns die nötige Kraft. Ich muss erstmal gucken. Wir haben auf jeden Fall krasse Kanonen an Bord, ziemlich viel Leben. Ich würde mal sagen, wir fahren einmal hier rum. Wenn der Kollege jetzt neben uns hier nicht uns noch reinfährt, dann können wir, denke ich, mal außen rum fahren. Weil da sind jetzt gerade irgendwie alle unsere Kollegen. Ja, das sieht doch ganz gut aus so. Ich fahre gern Autopilot. Ah, da hinten schon der allererste Gegner. Gucken wir mal. Oh mein Gott, der ist halt übelst weit weg. Treffe ich so? Oh, verdammt, ey, ich muss viel weiter vorziehen. Wobei. Oh, knappes Ding. So muss klappen. Na. Doch einmal getroffen. Nice. 300 Schaden gemacht. Oh, nochmal getroffen. Okay, ich drehe mich ein bisschen quer. Dann haben wir ein bisschen mehr Feuerkraft noch. Der steckt halt schon richtig ein. Will er dann in Kollisionskurs gehen? Wow. Der stellt sich halt auch direkt in mich rein oder in die Schüsse rein. Oh lol, die Kanone zieht übelst rein. Verdammt, unser Kollege drüben ist gerade untergegangen. Ich hoffe mal, dass ich das nicht war. Oh. Hey, das Schiff zieht halt übelst rein, ne? Das ist einfach richtig OP. Ja, damit wär's weg. Gut, dann können wir jetzt mal das ganze schwere Schiff hier wieder um die Kurve fahren und dabei nicht untergehen. Boah. Es hört sich halt echt lustig um die Kurve. Oh, da ist ein Schiff. Oh. So bitte. Ah, Autopilot. Ach, der verfolgt den jetzt. Alles ah, gut. Dann schieß mal da hinten mal direkt drauf, würde ich sagen. Ach, scheiße, der bewegt sich. Das habe ich nicht. Nice. Bin nicht gesehen, dass er sich bewegt. Ja, komm, der könnte gut kommen. Ja, nochmal aufs kleine Geschütz draufgeballert. Super. Oh, da ist ein feindliches Schiff vor mir. Gut, das habe ich ja natürlich gesehen, ne? Ganz professionell habe ich das gesehen.
Oh, Kollege, stell dich halt nicht in den Weg rein direkt. Ey, was ist da los? Ja, der steckt halt übelst ein. Damit wäre der weg. Bleibt noch einer übrig. Oh. 1200 Schaden. Ich bleibe einfach mal stehen. Ich weiß, es ist ein bisschen dumm, aber ich bleibe einfach trotzdem mal stehen. Das ist die South Carolina, ne? Weil die hat die zwei großen Kanonen oben drauf. Ja, komm, der hat. Der steckt ein. Na, zweimal das Hauptgeschütz getroffen. Komm, ich will auch noch einen Kill bekommen. Ich habe von irgendwas auch gerade Schaden eingesteckt. Gut, erstmal brennen. Ja, ich hab's in Brand gesteckt. Nice. Ja, komm, der ist weg. Der brennt so übelst hart. Ja, ich habe ihn den letzten Kill noch bekommen. Okay. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, leider habe ich meinen Kollegen vorhin getroffen. Das war ein bisschen unglücklich. Ja, das ist doch nice hier. Ich glaube, ich kann da jetzt aber noch nichts erforschen, ne? 216 EP sind da ein bisschen we zu wenig. St. Louis Module. Ja gut, brauche einfach 1000 Erfahrungen hier, um das Ding hier freizuschalten. Das ist natürlich hart, ne? Die Chester. Da brauche ich 720 für die Samson. Ich glaube, die Samson hat Torpedos an Bord. Oh ja. Okay, dann nehme ich als nächstes für die nächste Runde die Chester hier und mache dafür ein Zufallsgefecht. Und dann sehen wir uns gleich in der Runde. Okay, und damit sind wir schon zurück hier in der zweiten Runde. Wir spielen jetzt also eine ganz normale Runde hier gegen echte Spieler. Ich bin mal gespannt, wie gut die sind. Ich habe mir kurz mal hier angeguckt. Ist eigentlich, sieht nach, auf jeden Fall nach einem relativ fairen Gefecht aus. Deswegen schaue ich mal. Ich werde erstmal so C hier versuchen zu erobern. Ein bisschen langsamer vielleicht, damit ich weiß, wo die, ob da Gegner sind oder nicht. Kann man nochmal viel Glück. F10 war das, ne? Ja. Oh, da haben wir schon das erste Schiff. Das war zu weit weg. Komm, ich mach so einen Luckshot. Der mich gerade erwischt. Ein bisschen, glaube ich, ja, scheiß drauf. Oh, da kommen schon die ersten Schüsse. Alter, der haut rein, der Kollege. Der Gegner hat auch noch nicht so ganz. Na, wobei doch. Hat schon gut getroffen. Das Ding ist, wie viele Kanonen habe ich? Ich habe übelst wenig Kanonen. Oh, 9 Kilometer da vorne. Ja, komm, die treffen sogar. Nein. Oh, ich hätte gedacht, dass die treffen. Jetzt dreht der auch noch. Verteidigt, okay. Oh shit. Kommt direkt einfach einer um die Ecke gefahren.
Und 1040 Schaden erstmal gezogen. Oh ja, Mann. Die ziehen rein. Ja. Du bist mein Kollege. Muss ein bisschen höher zielen. Mache ich überhaupt Schaden auf den? Moment. Ja, läuft schon. Oh ja, Mann, habe ich. Hä, wieso schießen die auf sich? Okay, dann wollen wir ein bisschen weiter. Ich habe erstes Blut bekommen. Oh, das ist gut. Das klingt gut. Ja, dann wollen wir doch mal hier die Basis erobern. Oh oh. Ja gut, das ist auch ein Riesenschiff, was hier reingerast kommt. Alter, da hinten. Ich nehme mal AP. Ich glaube, ich kam vorher nicht so ganz durch das Schiff. So, da kommt gleich hier einer. Ja, das macht schon deutlich mehr Schaden. Okay, lol. Nice, Mann. Oh oh. Ah, der trifft mich, glaube ich. Ja. Ich weiß, ich stehe gerade ein bisschen behindert da, weil ich einfach komplett stehe. Treffer an Zitadelle, lol. Nochmal Zitadelle. Lol. Alter Vater, habe ich dem Schaden gemacht. Oh mein Gott. Alles klar, der hat richtig gesoffen. Oh, Torpedos. Okay, die treffen, die kommen nicht an. Okay, wir müssen uns ein bisschen zurückziehen. Okay, da hinten kommt ein Schiff. Ich fahre mal so in die Richtung. So, ja, genau dahin. Oh, das gibt hoffentlich ein bisschen gut EP. Ja, super. Gut, dass er mich vorhin noch über die Torpedos gewarnt hat, sonst wäre ich da wahrscheinlich reingefahren. Ah, das Schiff da hinten ist echt schnell. Ja gut, die gehen halt voll daneben, ne? Okay, also bleiben noch drei feindliche Schiffe übrig. Und ich habe noch relativ gut Leben. Okay, dann greifen wir mal an, würde ich sagen. Kommen schon wieder Torpedos. Ich glaube, hier muss ich echt aufpassen mit der Geschwindigkeit, weil der eine da hinten, der haut halt echt Torpedos. Ja, weil der haut echt Torpedos raus ohne Ende. Ui. Holy shit. Oh oh, das ist erschreckend, wenn sowas so auf einmal um die Ecke kommt. Aber der zielt nicht auf mich, ne? Wo zieht der hin? Ja gut, jetzt doch.
Ja gut, ne? Das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen suboptimal, wenn der so nah an mir dran ist. Vor allem, ich mache den ja so gut wie keinen Schaden. Ich glaube, AP ist deutlich besser als HE in dem Fall. Nein, ich brenne. Der hat Torpedos abbekommen. Okay, weiter geht's. Dann machen wir ihn jetzt noch fertig. Die letzten Hits geben wir ihm noch. Nice. Alter, das ist ein wunderschönes Gefecht. Verteidigt. Treffen Sie ein Schiff. Okay. Zitadellen treffe einfach dreimal. Ja, das war echt richtig lucky bei dem Kollegen vorhin, den ich da. Aber 700 Erfahrung einfach bekommen. Ah, oh nein, das wollte ich gar nicht. Ups. Okay, das war jetzt mit der St. Louis, ne? Module. Nein, das war nicht die St. Louis, das war die Chester. Ja gut, da kann ich mir direkt das neue Schiff holen. Ich will mal schauen hier im Forschungsperk. Ja, könnte ich mir die Samson holen. Die hat dann Torpedos. Gut, dann hole ich mir die Samson. Erforschen wir das mal. Yep. Okay. Und kaufen uns Dreck, weil ich einfach genug Kreditpunkte habe. Nice. Dann kann ich die Chester, glaube ich. Mal kurz nachschauen. Jo, kann ich die Chester hier verkaufen? Für 70k. Okay, nice. Damit hätten wir jetzt mal wieder ein neues Schiff. Das kann ich dann auf jeden Fall in der nächsten Folge hier mal austesten. Oha, ja, das ist halt übelst, das kleine Schiff, aber mit Flugabwehr drauf und mit Torpedos. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn ich dann damit fahren kann. Und auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen länger geworden ist, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dann und ciao.